Kleidung, Tassen oder Möbel im Stil des Neoplastizismus. Piet Mondrian hat unseren Alltag durch seine Kunst geprägt. Einige Bilder des niederländischen Künstlers stehen der Besucherschaft in der neuen Ausstellung Reinventing Piet Mondrian und die Folgen des Willem-Haack-Museums in Ludwigshafen zur Verfügung. Auch Werke von anderen Kunstschaffenden wie Max Bill, Tim Eitel oder Miuccia Prada lassen sich bewundern. Wer selbst noch kreativ werden will, hat die Möglichkeit dazu im Mitmachraum des Museums. Knapp 11.000 Menschen besuchten die Sprungbrett Ludwigshafen, eine Messe für Ausbildung, Studium und Weiterbildung, am 22. und 23. September in der Eberthalle. SchülerInnen nutzten die Angebote der Messe, um sich direkt vor Ort umfassend über ihre Möglichkeiten zum Einstieg ins Berufsleben zu informieren. Für gute Stimmung sorgte DJ Olde, der unter anderem Musikwünsche der Besucherschaft entgegennahm. So konnte er die jungen Leute für das Berufsleben begeistern. Um Frauen in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen, fand am 27. September im Ludwigshafener Pfalzbau der Infotag Frau und Beruf statt. Eine Messe, bei der man sich über das Thema Beruf und Ausbildung austauschen konnte. Egal, ob es um den Einstieg ins Berufsleben, eine berufliche Neuorientierung, Kinderbetreuung oder einen Aufstieg in Führungspositionen ging, die Messe hatte für jede Frau etwas zu bieten. Ein offenes Angebot für alle Frauen. Wir haben Frauen eingeladen, die Bürgergeld vom Jobcenter bekommen, aber wir haben auch Frauen, die Arbeitslosengeld bekommen, eingeladen. Und es darf jede Frau kommen, auch Frauen, die sich informieren wollen für einen Wiedereinstieg eventuell, auch die dürfen kommen. Jeder ist willkommen. Wir möchten Informationen mitgeben, wie die einzelnen Möglichkeiten sind, in die Berufstätigkeit einzusteigen. ExpertInnen berieten die Besucherinnen und zeigten ihnen inspirierende Perspektiven auf. Fragen, zum Beispiel zum Thema Teilzeitarbeit, wurden bei den zahlreichen Infoständen beantwortet, bei denen man sich unter anderem ausführlich mit potenziellen Arbeitgebern unterhalten konnte. Verschiedene Vorträge sowie eine Podiumsdiskussion, bei denen persönliche Erfahrungen und wertvolle Ratschläge geteilt wurden, brachten viele Frauen einen Schritt näher an ihr Ziel. Den diesjährigen Infotag haben wir unter das Motto Chance Frauenpower gestellt und haben uns da überlegt, spezielle Chancen vorzustellen, und zwar die Chance, die Digitalisierung Frauen bietet, aber auch Chancen, die sich im Handwerk für Frauen öffnen und Chancen für Frauen, die eine Teilqualifizierung anstreben, die nicht so viel Zeit investieren wollen oder können. Genau diese Chancen wurden von vielen Besucherinnen genutzt, die sich auf der Veranstaltung informierten. Es gefällt mir sehr gut. Ich habe viele mit vielen Stationen gesprochen. Vor meiner Ausbildung, ich habe so viele Informationen gesammelt, ja. Und alle haben sehr gut mir geholfen. Zusammenfassend bot die Informationsmesse eine inspirierende Plattform für Frauen, um ihre beruflichen Ziele zu definieren, in einer lockeren Umgebung Kontakte zu knüpfen und sich über Karrieremöglichkeiten auszutauschen. Nächstes Jahr soll der Infotag in Mannheim stattfinden und dort weiteren Frauen die Arbeitswelt etwas erleichtern. Volle Klassen und überforderte Lehrkräfte. Auch die Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen hat mit diesen Problemen zu kämpfen. Dazu kommt, dass 39 Erstklässler dieses Schuljahr wiederholen und auf 7 Klassen aufgeteilt werden müssen. Eine zusätzliche Herausforderung für die Schulleiterin Barbara Mechtle, die noch Fachkräfte sucht. Und da ist die Herausforderung tatsächlich, Leute zu finden, die wenigstens etwas Grundschulerfahrung haben, vielleicht Lehramtsstudenten, die einen da 2-3 Vormittage zur Verfügung stehen, oder auch Leute, die im Hort oder im Kindergarten schon Erfahrung gemacht haben, dass die hier hilfreich zur Seite stehen. Studenten der Uni Landau unterstützen die Lehrkräfte, um den Mangel entgegenzuwirken. Dennoch stellt der Schulstart nicht nur die Gräfenau-Schule auf eine harte Probe. Landesweit sind die Studentenzahlen auf Lehramt in den letzten Jahren zurückgegangen. Barbara Mechtle sieht ein großes Problem. Also in Rheinland-Pfalz ist die Bezahlung hinsichtlich anderer Bundesländer schlechter, was natürlich gerade, ich sag mal, die Grenznähe Baden-Württemberg, Hessen, die eine Gehaltsstufe höher zahlen, macht sich da natürlich bemerkbar. Aber tatsächlich ist natürlich auch der Lehramtsberuf
ich sage mal, gerade an Grundschulen für viele, die ihn beginnen wollen, die Probleme der Schulen hören, nicht unbedingt attraktiv. Also wenn man einen Beruf ergreifen möchte und sieht nur Probleme vor sich mit Lehrermangel, Kinder sprechen schlecht Deutsch, haben keine Vorläuferfähigkeiten, kein Vorwissen in diesen Dingen, ob ich dann diesen Beruf ergreifen möchte, ist natürlich auch fraglich. Die SchülerInnen weisen teils Lücken in Sprach- und Mathematikkenntnissen auf. Nicht selten geht der Lebensweg der Kinder so weiter. Viele finden auch auf den weiterführenden Schulen keinen Anschluss an den Lernstoff und haben so einen erschwerten Einstieg in die Arbeitswelt. Ein Grund dafür sei, dass die Elternhäuser und folgend auch die Kinder den Wert der Bildung oft nicht erkennen würden, so die Direktorin. Einige Auswirkungen sieht man zum Teil schon heute. Je mehr Schulabbrecher und je mehr Kinder ohne Ausbildung hier heranwachsen, desto schlimmer für die nächsten Generationen, weil das sind die Leidtragenden. Der Fachkräftemangel sei hier nur so ein Schlagwort, aber auch die sozialen Gelder, die gezahlt werden müssen, ist natürlich eine Sache, was auf die nächsten Generationen abfällt. Schon jetzt sind qualifizierte Fachkräfte kaum zu finden und das nicht nur im Bildungsbereich. Um Schlimmeres zu verhindern, müssten die Schulen unterstützt werden, so die Rektorin. Schließlich sei die ganze Gesellschaft betroffen. Eine bessere Bezahlung der Lehrkräfte wäre eine Methode, das Interesse am Lehrerberuf zu steigern. Was wir uns immer noch wünschen, da spreche ich, glaube ich, tatsächlich für alle Schulen in Ludwigshafen. Wir brauchen mehr Doppelbesetzung, um die Kinder tatsächlich so fördern zu können, wie wir es gerne tun würden. Weil ich habe mittlerweile in den ersten Klassen 21 Erstklässler, 22 sitzen je nach Klasse. Davon sind es oftmals 8 bis 12 Kinder ohne Deutschkenntnisse. Die müssen anders gefördert werden als Kinder, die ein Lernproblem haben. Es gibt Kinder mit sozialen Problemen aufgrund der wenigen Kindergartenzeit, die sie besucht haben. Spielt alles eine Rolle und da eine, ja, man kann sich nicht aufteilen und da einen Weg zu finden, um allen gerecht zu werden, ist als alleiniger Klassenlehrer nicht möglich. Sicherlich kann der Beruf mit Kindern und Jugendlichen anstrengend und nervenaufreibend sein. Dennoch möchte die Direktorin der Gräfenau-Schule besonders auch die positiven Seiten des Lehrerdaseins hervorheben. Der Lehrerberuf ist wirklich ein schöner Beruf, gerade in der Grundschule, wo man den Kindern auch so nah ist durch ein Klassenlehrerdasein und wo man tatsächlich so ein Stück Lebensweg mit den Kindern geht und die auch prägen kann. Sicherlich ein wichtiges Argument, das man nicht vergessen sollte, wenn man den Job in Erwägung zieht.